Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us. Wir haben das letzte Mal uns aus dem Staub gemacht, aus dem Rathaus raus. Darf ich hier drauf? Okay. Bin mir nicht mehr sicher. Nee, da wird bestimmt kein Strom drauf sein. Auf den Dingern. Da ist bestimmt kein Strom drauf. Oh je, jetzt geht ins Wasser rein. Und sie kann da wieder nicht schwimmen. Fällt schon das ein. Komm, geh mal da rein. Aber was war denn da auf der anderen Seite? Wir haben da noch einen Ausgang auf der anderen Seite. Das wäre jetzt mal interessant. Wenn wir hier weiter müssen. Oder müssen wir da hinten weiter? Sie läuft uns auf jeden Fall hinterher. Naja, dann schauen wir erstmal dahinter. Ich habe jetzt hier nochmal abgecheckt, aber hier gibt es auch keine weiteren Ressourcen, die wir uns einverleiben könnten. Deshalb müssen wir jetzt mal dahinter schauen, wie es da ausschaut. Und hier ist es mega dunkel. Na, Joel. Ich hoffe, ich übersehe jetzt hier nichts. Ne, bitte andere Richtung. Das ist mir jetzt zu gefährlich, nicht, dass er säuft. Kann ich hier raus? Ne, da komme ich nicht raus. So, schnell weiter. So, was haben wir hier hinten? Die müssen tauchen. Oh. Nein. Ah, das zum Au. Okay. Okay. Kapiert. Die Steuerung kapiert. Ich kann nicht versprechen, dass ich sie einhalten werde. Aber ich habe sie von den Grundzügen her kapiert. Okay, hier ist aber auch nichts. Ah, sie kann hier außen lang. Sehr schön. Warum gehen wir eigentlich nicht... Achso, nee, da war so ein Feld, ne? Da, wo bloß sie durchkommt. Oh, sehr schön. Gut. Ellie? Mir geht's gut. Ja, stimmt. Da ist so eine kleine Öffnung, kommt bloß sie durch. Ich gehe jetzt mal kurz unter Wasser. Damit man hier einfach besser sieht. Schön auch, dass die Taschenlampe zum Glück wasserdicht ist. Boah, jetzt ist mir gerade eine Fliege direkt ins Gesicht geflogen. Vielleicht geht es damit. Können wir hier mal raus? Du siehst ja hier nichts. Da ist nur eine Notiz. Schmugglernotiz. Dein Kontakt ist ein Typ namens Frank. Merkt euch mal den Namen Frank. Er ist der Typ von draußen, mit dem ich handel. Getrieben habe. Er will in die Quarantänezone Boston. Triff ihn am Ausgang der U-Bahn-Haltestelle Park Street, neben dem Rathaus. Anbei sein Visum und seine Quarantänepapiere. Wie gefällt dir die Arbeit? Sei vorsichtig da unten. Einige Leute berichten von Klickern und Stalkern in dem Gebiet. Wo zum Henker ist der Kerl? Ich warte hier schon seit 2 Stunden und schwitze. Ich glaube, da im Schatten bewegt sich etwas. Mir ist, als würde mich jede Sekunde ein Stalker anspringen. Ich gebe ihm noch 1/4 Stunde, dann gehe ich. Natürlich, weil der das bestimmt so aufschreibt. Dass er glaubt, da hat sich gerade was im Schatten bewegt. Ist klar. Doch, eigentlich schon. Ich lass dich jetzt hier, Ellie. So. Komm hier hinter. Das Ganze mitnehmen. Halt, da ist noch was. Da ist, ach Gott, ein Firefly-Anhänger. Deswegen riskieren wir hier jetzt unser Leben. Oh, fuck. Oh. Oh, das war knapp. Oh, Erfahrung. Ich glaube, das war's ansonsten. Hier unten. Ich glaube, da war nicht mehr drin. In dem hier.
oder? Ne, da blinkt nichts mehr. Dann können wir hier raus. So, und hoch. Meine Fresse, ey, siehst du da nicht? Eine Sackgasse. So, Taschenlampe wieder richten. So, wie kriegen wir Ellie darüber? Haben wir hier eine Strömung? Der Controller vibriert so. Wie kriegen wir Ellie da jetzt rüber? Ah, da. Die guten alten Floße. Aber das sind eher so Europaletten. So, Ellie. Ich hab da was für dich. Weiß nicht, ob dir das gefällt, aber es ist zumindest zweckmäßig. Hallo? Mädel? Steig drauf. Einmal bitte einsteigen. Wirklich? Ellie. Okay. Ja, aufpassen. Oh, vorsichtig. Ich hab dich. Mich würde mal interessieren, ob sie da runterfallen kann. Na. Strömung? Nee. Nee, okay, das war automatisches Einrasten von dem Ding. Hui. Ich dachte jetzt schon, jetzt kommt irgendeine Strömung und wir saufen alle bei dir ab. Gut. Ich hab sie. Sehr schön. Was ist denn das da hinten? Ja. Gleich mal schauen. Gleich mal nachgucken. Wir schauen uns erst hier nochmal ganz kurz um. Nein, da ist nichts mehr. So, gehen wir weiter, Ali. Oder? Hast du irgendwas dagegen einzuwenden? Ich denke nicht. Okay, nicht wie raus hier. Okay. Kommen wir da irgendwie rein? Scheint nicht so. Also hier weiter. Da oben ist der Ausgang. Voilà. Na, ich drücke immer Kreis anstatt X. Hey, also, wegen Tess. Ich weiß nicht mal, okay, was... Okay, ich sag dir mal, wie es abläuft. Erwähne nie wieder Tess. Niemals. Es ist besser, wir behalten unsere Geschichten für uns. Zweitens, erzähl niemanden von deinem Zustand. Man wird dich für verrückt halten oder töten. Und drittens, du tust, was ich sage, wenn ich es sage. Alles klar? Klar. Wiederhol es. Was du sagst, zählt. Gut. Da ist eine Stadt. Ein paar Meilen nördlich. Ein Typ dort schuldet mir was. Kann sein, dass er ein Auto für uns hat. Okay. Los, gehen wir. Na bitte. Ja, hier lang wird's schneller gehen. Wow. Was? Nichts. Ich hab nur sowas noch nie gesehen. Etwa den Wald? Ja, im Wald war ich noch nie. Ist ziemlich cool. Was war denn das jetzt gerade für ein Tier? War es ein Schwan? Warum bringst du mich nicht zurück zu Marlene?
Wenn sie das schaffen könnte, hätte sie dich behalten. Na, vielleicht geht's ihr besser. Kleine, ich will dich nicht aufregen, aber ihre Überlebenschancen waren nicht gerade hoch. Sie ist viel stärker, als du glaubst. Es ist egal. Denn ich glaube kaum, dass einer von uns lebend bei ihr ankommen würde. Glaub mir, mir wäre es anders auch lieber. Die Lootmaschine wieder unterwegs. Da oben geht's schon wieder raus. Das ist aber schade. Nein, nicht ducken. Wie gesagt, ich drücke immer anstatt X-Kreis. Alte Gewohnheit. So, da scheint aber nichts weiter zu sein. Entschuldigung, Ellie. Dann gehen wir weiter. Dort hinauf. Es flimmert ein bisschen hier. Ich weiß nicht, ob das am Spiel oder jetzt am Fernseher liegt. So. Wow. Fireflies. Ich meine, echte Glühwürmchen. Ja, das sehe ich. Mhm, die Glühwürmchen. Sorry. Ich musste das einfach tun. So, warte mal ganz kurz. Hier, konnten wir doch... Hä, wir hatten noch gerade eine Interaktionsmöglichkeit hier. Ist die jetzt weg? Toll. Hampf. So, Das Häuschen. Das Häuschen. Wir müssen da rein. Wir müssen da irgendwie rüber. Warte mal, was ist das denn da? Oh, ein Brett. Nutze Bretter, um Lücken zu überbrücken. Denn Bretter überbrücken Lücken. So. Das hätten wir. Und dann hopp. Und hopp. Ich hoffe, sie schafft das. Na hallöchen, wen haben wir denn da? Du bist nur sympathisch. Nahkampfverbesserung. Verbessere eine beliebige Nahkampfwaffe, um Gegner mit einem Treffer zu töten. Die Verwendung der Verbesserung ist jedoch eingeschränkt. Wenn sie abgenutzt ist, geht sie kaputt. Wissen wir alles. Oder ich zumindest. So. Na also. Und rüber. Bist du das, Bill? Wo trefft ihr euch denn sonst immer? Na? Das kommt drauf an. Du warst noch nie hier, oder? Ich weiß, dass er hier lebt. Aber nein, ich war noch nie selbst hier. Und der Rauch, das soll er sein? Das wäre gut für uns. Wow, dann sehen wir mal nach. Okay, komm. Wieder ein Haufen Europaletten. da hinten ist noch Loot. Nee, da. Bloß Ziegelstein. Aber nehmen wir mit. Und eine Klinge. Das ist schön. Ich mag Klingen. Das können wir eigentlich so alles herstellen zur Zeit. Wir könnten nochmal ein Medikit herstellen, weil der Alkohol komplett voll ist. Sonst noch irgendwas? Können wir in den Van hier reinschauen? Nee, können wir nicht. So, da hinten geht's wahrscheinlich auch nicht durch. Wäre blöd, an einer Seite aufzumachen. Sei vorsichtig. So wie hier. Dass du fällst. So. Kommt sie? Ja, sie kommt. So, erstmal da hinten. Ne, das ist bloß eine Flasche. Hallöchen. Ja, den muss ich jetzt zugeben, den kannte ich noch. Da wusste ich noch, dass der da ist. So, sonst ist hier nichts. Okay. Z.
Ziegelstein. Wie machen wir das jetzt am besten? Ja. Das machen wir jetzt am besten so. Und zack. Ja, das war. Upa, boah, ich dachte jetzt. Ich dachte jetzt, Ellie wäre der nächste Klicker. Aber sie wurde bloß gebissen, verwandelt ist sie nicht. So, Taschenlampe an. Nein, hier ist nichts weiter. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, kann ich noch ein Messer herstellen? Ja, ich kann zum Glück noch ein Messer herstellen. Die sind essentiell wichtig bei sowas. So, nein, und sonst. Oh, da hinten steht einer. Ist das auch ein Klicker? Im Lauschmodus kann man sich auch schön langsam bewegen. Das ist gut. Oh, fuck. Oh, so, Flasche nehmen wir mit. Oder wir hatten doch gerade den Ziegelstein, ne? Wir nehmen den Ziegelstein mit. Weil dem kann man zur Not auch noch dem Gegner auf den Kopf hauen. Da gehen wir gleich rein. Hier hinten ist auch nichts mehr. Was ist mit der Tür? Komplettes Messer. Are you fucking kidding me? Okay, das wusste ich zum Beispiel nicht. Okay, dann würde ich sagen, wir klettern hier nochmal hoch. Da ist zu. Dann schauen wir in der nächsten Folge in das Haus hier rein und erhaschen hoffentlich ein komplettes Messer, damit wir das nochmal hier verwenden können. Und bis dann. Tschüss.